Hallo Grüne. Ey, ihr Versager, haltet doch einfach mal die Drosselklappe. Ich müsste weniger laut sprechen, wenn Sie vielleicht einmal zuhören würden an dieser Stelle. Genau. Nie lässt jemand diese Frau ausreden. Und Sie hatten vorhin angesprochen, Herr Laschet. Sie hatten vorhin angesprochen. Das wissen Sie auch. Stimmung. Beim ersten Dreier mit Baerbock, Laschet, Scholz. Und natürlich ging es schon wieder mal voll Rohr um. Das macht Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Während der finstere Vladi sich selbstgenügsam was auf sein mächtiges Rohr kritzelt, stritten im Dritten unsere drei Kanzlerinnen um Nord Stream 2. Ist schon wieder. Das haben wir so oft gemacht, also jetzt reicht's. Hefte raus, Klassenarbeit. Also, berechnen Sie. Erdgas sorgt für ungefähr 23,4% der Energie in Deutschland. Davon kommt je ein Viertel aus Holland, ein Viertel aus Norwegen und die Hälfte, 50,7% aus Russland. Bitte berechnen Sie 50,7 von 23,4. Ja, Donald? Ultimately, Germany will have almost 70% of their country controlled by Russia with natural gas. 70. Okay. Möchte jemand dem Donald helfen? Der Olaf, ja. Es gibt in den USA die falsche Vorstellung, dass wir sehr abhängig wären von diesem russischen Gas. Olaf. Kleiner Streber. Ja, Annalena? Diese Gaspipeline Nord Stream 2 spaltet Europa. Richtig. Wenn man glaubt, dass Petersburg oder Kaliningrad in Asien liegt, so bei Peking. Ne? Da reden wir in Erdkunde noch mal drüber, Annalena. Die Pipeline untergräbt die strategische außenpolitische Souveränität. Annalena, nicht beim Donald abschreiben. Und sie konterkariert die europäischen Klima- und Energieziele. Okay, also wenn wir aus Steinkohle, Braunkohle und Atomkraft aussteigen, Sprit sparen müssen und die Erneuerbaren, Annalena, wem sage ich das, ja leider nur sehr langsam wachsen, dann könnte ja Erdgas als Übergangs... Nein, möchtest du nicht? Immerhin hält ja der US-Präsident immer zu dir. Ah nee, diese Amis. Man kann sich nur noch auf die Russen verlassen. SPD, guck mal. In Lauterbach hab ich mein Herz verloren, Herz verloren. Der Sidekick von Markus Lanz ist viertbeliebtester Politiker Deutschlands. Und? Er ist Deutschlands Sexsymbol. Karl Lauterbach ist unser Idol. Tja, was macht die SPD da? Bei der vorigen Bundestagswahl 17 zog die Landesliste der SPD in NRW bis Platz 15. Diesmal ist ein schlechteres Ergebnis möglich. Und Lauterbach setzt du, SPD, auf Platz 23. Und raus bist du. Sind die noch bei Trost oder sind die schon bei Prost? Und vor allem, was macht jetzt der Karl? Ich bin für die Legalisierung von Marihuana. Transmenschen dürfen immer noch nicht ihren Vornamen ihrem Sein anpassen. Kleiner Trost, einige, ganz wenige dürfen das schon. Die heißt nicht mehr Doktor. Einfach mal so komplett anlasslos. Das kriegt kein Schwein raus.